Hallo an meinem Basteltisch. Ja, da bin ich mal wieder. Und heute wollte ich erstmal noch was kurz was sagen. Und zwar habe ich in der letzten Zeit doch einige neue Abonnenten mit dazu bekommen. Und das freut mich natürlich sehr. Herzlichen Dank dafür, dass ihr da so nett wart, mir so ein Abo da zu lassen. Und auch gibt es immer mal wieder Leute, die mir einen Kommentar runterschreiben. Finde ich auch sehr nett. Auch dafür vielen Dank. Und ja, freut mich natürlich, weil es ja relativ klein, was ich hier so vor mich hin bastel. Und dadurch, dass ich jetzt nicht so die großen Tutorials mache oder sowas, das ist ja vielleicht auch nicht ganz so interessant. Wobei ich denke mal, den einen oder anderen Tipp kann man vielleicht mal mitnehmen von mir. Ich mache das ja schon eine ganze Weile und ja. Und das ist auch das, was mich auch an anderen Kanälen so interessiert, dass man so den einen oder anderen Tipp mitnehmen kann und dann da Spaß dran haben kann. Ja, so. Gestern hatte ich ja das mit den Gems da gemacht und war so ein bisschen frustriert, gebe ich echt zu. Zumal mir dann hinterher aufgefallen ist, ich hätte auch ein bisschen was anders machen können. Aber so, ja, wenn man dabei ist, dann, und es war dann auch schon ein bisschen spät, dann fällt einem manchmal nicht mehr so das ganz richtig ein. Ja, ich habe jetzt heute überlegt, eigentlich ist dieses ganze Thema Art Journaling, das liegt so brach, das ärgert mich richtig. Weil ich habe ja so ein paar Bücher angefangen und da müsste einfach mal wieder ein bisschen was drin. Und ich habe gedacht, eigentlich habe ich euch ja noch nie was gezeigt, glaube ich, so richtig von den Art Journalen, die ich so gemacht habe. Und ich dachte mir, ich nutze das jetzt nochmal hier und mache mal so was. Ganz viele, also so viele habe ich jetzt nicht. Ich habe drei Dinger voll, so richtig. Und dann ein paar angefangene und das ist eins von den vollen und das seht ihr schon, das ist eigentlich ein ganz, ich glaube, das war ein Notizbuch, war das von Brunnen, glaube ich, irgendwie. So, eigentlich ein ganz einfaches Ding mit wirklich auch keinem ordentlichen Papier, aber das ist das, was ich ganz spannend fand. Und letztendlich hat es dann da auch richtig durchgesuppt, das seht ihr hier. Weil wenn man dann auf so ein Papier mit Farbe geht und so, dann passiert sowas schon, sodass ich es dann echt hinterher zusammennähen musste, weil halt wirklich auseinandergeflogen ist. Ja, ich dachte, ich zeige euch einfach mal so ein kleines bisschen was, was ich so durch die Jahre gemacht habe. Angefangen hatte hier mit, das ist von 2019. Und das ist hier auch so, das ist in der Farbe durchgelaufen hier. Die hatte nicht so einen dunklen Handschuh. Oder so einen dunklen Ärmel, das ist wirklich von einer Seite dann durchgelaufen. Aber das hat passiert halt. So, meistens ist es das so, dass ich hier irgendwas ausprobiere. Hier zum Beispiel war mal so was, dass ich mal gesagt habe, ich will neben den Stempeln, die ich so benutze, das sind nämlich welche, das sind Zettis. Und das sind so eine Aufkleber, die irgendwo bei irgendwelchen Teilen von Action waren. Und ich habe gedacht, ich muss endlich mal so was machen, dass ich so was mal benutze, was ich sonst auch nicht mache. Ja, dann haben wir sowas ganz krasses. Da hatte ich mir nämlich diese kleinen lustigen Drachen gekauft und habe gedacht, dann machst du mit denen jetzt. Und sowas passiert dann auch, dass es knallebunt wird bei mir. Oder aber sowas hier. So ein, ja, Richtung, ihr seht ja schon ein bisschen Vintage. Das war das meiste hier sind so eine LaBlanche-Dinger, so eine Puffy-Sticker und das auch so von ihr. Und naja, diese Dinger auch. Selbst die Stempel sind von ihr. Ja, dann haben wir sowas hier. Ozean, auch mit. Das ist auch Action, glaube ich. Das ist hier was, was ich so, ja, so als Anregung war da diese, so eine Seite von Martha, von Maris Me Small Art. Und die hat ganz oft auch mit diesen Kreisen gearbeitet. Und die Seite finde ich total schön. Da sind auch, weiß ich, wie viel Layer Farbe drauf. Also, und immer mal wieder Gesso und. Die Stempel dann, die sind also ausgeschnitten, ne? Die sind nicht darauf gestempelt. So, dann haben wir sowas. Katzelkraft, bisschen, ja, industrial, würde ich mal sagen, ist das eigentlich. Nicht Steampunk, kann man eigentlich nicht so nennen. Das ist so eine Seite. Da war der Hintergrund mindestens ein halbes Jahr fertig oder noch länger. Und ich wusste immer nicht, was drauf kommt. Und irgendwann ist dann mal sowas hier raufgekommen. Dann haben wir Ditte. Ja, da waren diese Tiere von Katzelkraft neu. Und ich dachte mir, ja, du kannst ja mal damit was machen. Und hier ist auch auf dieser Seite sowas. Das
Aufstempeln hat nicht funktioniert, ausmalen hat nicht funktioniert mit bestimmten Farben. Das ist dann manchmal so, was dann einfach so passiert. Und hier seht ihr auch durchgluckig, das ist ein liniertes Heft gewesen. So, und ich klebe dann immer, wie gesagt, zwei Seiten zusammen, wenn ich fertig bin. Ja, das ist was ich sonst ja nicht mache. Also mit Papieren, die zusammengesetzt auf einer Seite. Und immer, wenn ich das Buch irgendwo mit hatte, dann haben mir die Leute gesagt, oh, das ist aber schön. Und ich stehe dann da und denke, ja, okay. Weil es ist halt eigentlich nicht das, was ich sonst mache. So, dann ist hier was, ja, da waren die Frösche neu, von Katzelkraft. Und die Tonnen hatte ich dann, ich glaube, das war das Mekka? Ja, das sieht so aus. Da war ich, glaube ich, zur Kur. Ja, und mit den Tonnen kann man natürlich noch viele andere Sachen machen, nämlich wenn man die Erdhörnchen hat. Hier ist bloß das Problem, ich hatte einfach viel zu wenig an Blüten oder Gräser oder sonst was. Und ja, dann haben wir hier so was, so ein bisschen krassere Sachen, so mit einem riesig bunten Hintergrund. Und wie gesagt, ich probiere das einfach mal ganz oft aus. Wer auf Instagram mein Account da schon vielleicht kennt, der hat vielleicht diese Seite als gesehen, die hatte ich, glaube ich, als Anfang gezeigt. Weil da war gerade von Stamperia die große, ja, was ist das eigentlich? Ist der eine, wie eine Meerjungfrau sollte der sein. Und die war da neu und das war dann die Seite. Und ja, dann kommt hier sowas mit so einer lustigen Maus. Ich glaube, die ist von Crafters Companion. Da ist auch, also das ist so ein Hintergrund, der ist wirklich ganz viel Papier drauf, ganz viel Layer drauf, Washi-Tape, Paste drauf und irgendwelche Farben. Also das ist sowas, was mir echt Spaß macht. Ja, dann kommt hier die, ja, das ist auch so ein Ding, was auch, ja. Bei mir entstehen die selten, muss ich echt sagen, auch mit ganz vielen verschiedenen Farben. Und ja, hier ist auch so ein großer Stempel von Crafters Companion. Dann ist mal hier ein bisschen was ganz anderes. Das ist von Pink Ink Design. Oder das gibt auch so was hier, eine Oddball zu Halloween mit ganz viel Sparkle-Paste. Oder ich glaube, das ist Embossing-Pulver, würde ich sagen. Das ist keine Paste. Das hier ist Paste, aber das ist, glaube ich, Embossing-Pulver. Und ja, naja. Dann haben wir sowas ein bisschen nur mit Muster und Beschriftung. Das ist so ein bisschen einfacher. Da war das auch so. Da war der Hintergrund Ewigkeiten fertig. Das passiert manchmal, weil der ist hier so ein bisschen schabloniert und dann fällt mir nicht ein. Und naja, dann liegt das auch eine Weile. Manchmal so ziemlich lange darum. Na, mal sowas hier. Auch mal was knallig bunt. Oder das hier. Das finde ich richtig gut, weil das hat richtig schön Struktur hier überall drauf. Da ist also irgendwo eine Strukturpaste und dann, ja. Naja. Hier haben wir wieder so ein bisschen was Richtung Steampunk. Mit dem Professor von Tim Holtz. Und das ist, oh. Jetzt muss ich erstmal überlegen, das ist eigentlich Cartabella, glaube ich. Da gibt es ein Papier von denen. Und die haben dann Stempel dazu gemacht, auch. Und das ist dann so eine Seite geworden. Und vor allem hier ist es ganz krass, weil die Seite war da drunter total bunt. Und ja, da wird dann manchmal was anderes draus. So, hier ist eine. Das ist so die für meinen Enkelsohn, weil wir, wenn wir dann immer irgendwas gemacht haben, dann stanzen wir ganz oft. Ich hatte dann diese Autos hier gekauft und das macht ihm total Spaß, die alle so durchzustanzen. Und dann waren da so viele von da, dass ich gesagt habe, ich mache da mal mit einer Seite. Nehme mir den Weihnachtsmann von Oddball und hier sind noch alle mit den anderen. Mr. Boutique, der Zaun und ich weiß ja nicht, wo das her war. Müsste ich gucken, ist egal. Also ihr seht schon, das ist schon irgendwie sehr lustig, manchmal durcheinander hier bei mir. Dann war so was hier, Weihnachten, das waren diese. Oh. Weiß ich ja nicht. Ist egal. Also alles so eine Stempel und das sehr, sehr grün, muss ich echt sagen. Dann haben wir hier die Katzen, die Crazy Cats von Tim Holtz. Allerdings war das, weil ich habe die Originalen nicht gekriegt, sondern die Halloween-Katzen waren das hier. Die halt kombiniert hier mit diesen Kaffeestempeln. Ich glaube, das war der von Katzelkraft. Dann jetzt mal so was hier, relativ einfach, einfach nur das Muster und von Diana Weekly ist der Stempel.
Dann haben wir hier wieder was ein bisschen Lust, ja, mit diesen Pinguinen. Also, das habe ich auch alle ziemlich selber gemalt hier, muss ich echt sagen. Da habe ich den Hintergrund wirklich selber gestaltet. Da habe ich ein bisschen über mich gestaunt. Und dann gibt es hier noch von Lady Vagabond, ja, mal ein bisschen anders. Sprich, also alle gestempelt und nur in braun-beige und dafür den Hintergrund in lila. Das war dann auch mal so eine Idee. Ja, das ist eben so ein Buch. Und was ich jetzt aber eigentlich machen will heute noch, wäre, ich habe so ein schwarzes Buch. Das ist eigentlich ein Fotoalbum. Aber mich hatte das tierisch interessiert, weil ich dachte, auf was Schwarzes ist das ja auch mal nicht schlecht. So, und jetzt haben wir hier eine Seite. Da sehe ich da schon, das Gesicht von der Frau kann man ja nicht mehr sehen, weil das ist aus so einem Sanitärkatalog, was wir öfter haben. Die haben manchmal super schöne Fotos, muss ich echt sagen. Also das sieht klasse aus und da ist das Gesicht total im Dunkeln. Ja, dann haben wir hier so was, was ich mal probiert habe. Und das Letzte, was da drin ist, ist eigentlich das hier, ne? Boyfriends are a waste of time, pick another hobby. So, das ist so ein Stempel von Inka Dinkandu und so ein Ausspruch von einem Kind. Ja, ich auch schon mal ein bisschen Gesserhof gemacht, aber eigentlich, ja, wollte ich jetzt mal hier die so eine Seite wirklich versuchen. Und das ist wirklich ein Versuch. Ich weiß noch nicht, ob das was wird, weil ich habe mir jetzt so das hier rausgesucht. Das ist auch so was aus einem Sanitärkatalog. Also, Sanitärkatalog ist falsch. Das ist ein Wannenhersteller. Ich glaube, von Caldeway war nicht. Und wie gesagt, die machen wirklich super Fotos darin. Ja, das ist jetzt die Idee, weil die so auf der Ecke ist. Die muss hier auch auf die Ecke. Und da sieht das schon das Problem. Das ist ja wieder mal schwarz, schwarz. Aber das eine ist glänzend, das andere ist matt. Und ich möchte natürlich irgendwie den Hintergrund gestalten. Davor habe ich immer so ein bisschen Schiss, dass es vielleicht nichts wird. Ja, jetzt habe ich mir gedacht, ich würde gerne ein bisschen hier Farbe draufbringen. Und zwar habe ich so einen ganzen Kasten Faber-Castell, die Gelatos. Da gab es mal bei uns beim Tiki Max so einen riesen Kasten hier mit diesen ganzen Farben. Ich weiß nicht mal, was der gekostet hat, keine Ahnung, aber wenn ihr euch die anguckt, die sind eigentlich auch geeignet da eher für was Schwarzes. Weil wenn er die Farben hier auf was Helles drauf macht, auf was Weißes, das kommt ja nicht so gut. Weiß ich nicht, hier ist ja wirklich ein Weiß bei und das, was ist das hier? Jetzt muss ich erstmal gucken. Metallic Icing, also wirklich so, das ist ja wirklich was speziell für dunkle Farben, denke ich mal. So, und jetzt habe ich gedacht, ja, die hat hier so ein bisschen so dieses Braun-Beige und hier gibt es so Farben drin. Iced Coffee. Also hier eister Kaffee und dann Iced Chai, also hier eister Tee und dann ist hier noch so ein Champagner Gold. Ja, das wäre jetzt hier, weiß ich nicht mehr, ob das geht. Das ist ja dieses, was ich eben hatte, dieses Metallic Icing. So, und dann gibt es noch so ein Karamell. So, das waren jetzt so die Stifte, die ich dachte, oh, könnte eigentlich gut dazu passen. So, jetzt müsste ich das eigentlich mit der Hand draufreiben, denke ich mal. Und ja, irgendwie braucht man ja, selbst wenn ich jetzt da Farbe rufen mache, bin ich der Meinung, braucht das immer noch irgendwie einen Spruch oder irgendwas. Und ich habe mir jetzt hier so was rausgesucht von Visible Image. Und das hier eigentlich nur, This is me. Clean und Clear Stamps. Und das muss man eigentlich wahrscheinlich auch rufen, embossen. Also so irgendwie, bupp. Heißt also, ich brauche einen hellen Untergrund oder einen helleren, damit es da drauf kann. So, die Idee, ob das so klappt, wisst ihr, wie immer. So, und dann, die hat ja jetzt hier so, ja, das ist ja kein Tattoo, das ist ja wie ein Schatten von Blütenblättern, so dachte ich, was die so auf dem Rücken hat. Das habe ich geguckt, das wird. Ja, das kann man auch nur schwarz embossen. Das muss ich dann wirklich sehen. Also hier habe ich eben mal so, das ist auch Inka Dinkadu. Das ist also von einer Herbstkollektion irgendwann mal. Da gibt es eben mal so einen, der auch so Blätter hat, so, dachte ich. Mal sehen. Ihr wisst, ne? Ich gucke erst mal. Und dann habe ich noch einen zweiten, wobei der Swirl hier vielleicht noch besser ist, weil die Blätter hier ein bisschen größer sind. Oder, also ich weiß es noch nicht, ne? Und hier ist ja auch noch einer mit Blättern, aber der ist immer ein bisschen schwierig, weil die hier das eine Blatt sozusagen, hier ist es richtig rum und da ist es sozusagen als negativ. Also das sieht immer ein bisschen komisch aus. Also am besten gefällt mir eigentlich der hier. Deshalb wäre so die Idee, ne? Hier so ein Zwirl und dann dieses
Das ist mi. Wie gesagt, ne? Alles irgendwie so, gucken wir mal. Vor allem das erste ist jetzt erstmal, ich muss hier wirklich erstmal irgendwo den Hintergrund, was gestalten. Das ist immer das, ich neige dazu, was vollfarbig zu machen, also vollflächig, und das ist eigentlich nicht schön. Man bräuchte eigentlich da immer nur so ein paar Stellen, die man so irgendwie macht. Ich hoffe, das ist überhaupt irgendwie alles sinnvoll zu sehen hier. So, das ist jetzt meine Aufgabe. Jetzt ist hier bei dem Ding so ein Pinsel dabei und ich weiß immer nicht, das ist dann mein Problem. So bei den Faber-Castells weiß ich eigentlich nicht so ganz, wie man die am besten. Also ich meine, ich kann die natürlich wie ein Zeichenstift benutzen und wegwischen. Aber mit einem Pinsel, ich glaube, das geht nur, wenn ich das wirklich mit Wasser behandle, was ich eigentlich ja nie machen will. Ich will es eigentlich trocken haben. Ja, jetzt nochmal hier. Meine Frau ist da, aber ich denke mal, wenn, dann kann man da überall was hinmachen. Und ich würde jetzt einfach mal, ja, am besten mit einer hellen Farbe anfangen, war irgendwo einen Strich zu machen und den mal zu verwischen. Einfach um zu sehen, wie die geht. Weiß ich nicht. Ich will das einfach mal wissen. So. Löse ich den nämlich auf oder nicht? Das ist das, was ich nicht mag. Ich mag eigentlich nicht, wenn das so eckig wird hier. Ja, so richtig wie ein Strich. Dass man eine Ecke sieht, kann ich eigentlich überhaupt nicht leiden. Und das ist auch das, Sieht man das überhaupt? Ich muss mal kurz aufstehen. Ja, doch, ihr seht das. Ihr seht das ja noch besser als Ecke. So, gut, okay. Also, das ist aber viel zu hell. So, denke ich. Ja, und das verreibt sich total. Ja, das dachte ich mir schon. Dass genau das passiert, dass ich das eigentlich mehr verreibe, als dass es das eigentlich darauf haftet. Ja, schade eigentlich. So. Gut, die Idee war ja. Hier so eine helle Sache wollte ich ja so. Oh, das ist ja, das ist schon nicht schlecht. Mit dem, das war dieses Karamell. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier mache, sondern ich mache einfach irgendwas, was mir gerade so in den Kopf kommt. So, und ich will ja hier unbedingt, dass ich hier was drauf embossen kann. Also brauche ich jetzt auch ein bisschen heller. Gucken wir mal. So. So, jetzt male ich mir hier selber an. Ist auch lustig. Okay. Ich ziehe mal die Teller hier ein bisschen weiter runter. Ich muss hier mal ein bisschen gucken. Ja. Ja, ich habe natürlich hier das Problem, sag ich mal, für mich ist es so, dass ich hier eigentlich nicht so viele Farbaufträge habe. Jedenfalls denke ich mir das so. Und auf den anderen Dingern habe ich das manchmal so gemacht, da war manchmal so mit, weiß ich nicht, Wachsmalstiften gemalt und die habe ich dann manchmal auch angeföhnt und dann mit Gesso drüber und. Also schon ein bisschen mehr. So, jetzt gucken wir mal, was. Ups, fall nicht weg, bleib mal da liegen. So, jetzt haben wir dieses hier, das ist Eischai. Ja, machen wir einfach mal hier irgendwo was hin. Ja, der verreibt sich ganz schön. Das ist schon irgendwie ein bisschen. Weiß ich nicht. Ich bin noch nicht so ganz bei meinem Thema da, was ich jetzt machen will. Aber eher, gucken wir mal. Wer weiß, was das wird. Vielleicht wird es auch nichts. Mal sehen. Wie gesagt, man muss das ja immer alles mal. Jetzt habe ich die Dinger nämlich schon hier und das ist mir ja immer, ne, weil man, ich hatte die dann nicht gekauft, weil ich dachte, oh, Gelato ist toll, super. Und wie gesagt, der Preis war auch richtig gut. Das Problem ist bloß dann, dass ich dann gesehen habe, das kriegst du auf den hellen Farben, also auf weiß. Ist das ja nicht so lustig? So, mal sehen. Jetzt kommt diese. Die Ordner da.
Na gut. Das ist jetzt das ganz dunkle. Aber wirklich, das hat zwar jetzt einen Goldschimmer so irgendwie, war, aber das ist richtig dunkel. So, bist du jetzt? Ich kann jetzt nochmal, jetzt kommt dieses, oh, das ist jetzt Champagnergold. Na gut. Reicht mir das denn da? Das ist unerwähnt. Da ist doof, da gibt es eine richtige Kante hier. Irgendwo drauf. Und hier auch, aber da will ich was Dunkleres haben. Ups. So. Schon mal ja nicht so schlecht. Hier unten, das ist, die fällt mir nicht. Da ist die Kante irgendwie nicht so richtig als Abschluss. Da ist irgendwie so ein bisschen was komisch. So, jetzt seht ihr, glaube ich, schon. Ich habe das wieder fast alles eingefärbt, weil ich wieder nicht weiß, wie ich das sonst mache. So, jetzt habe ich hier so einen ganz braunen Finger. Und das ist natürlich blöd, weil ich jetzt da gerne nochmal das hier weiter aufhellen würde. Eigentlich müsste das nochmal ein bisschen heller. Ich muss mir jetzt glaube ich, die Hände waschen hier. Das geht nicht anders, sonst geht das nicht. So, ja, eigentlich war wirklich die Idee, das jetzt hier irgendwo noch weiter zu bringen. Egal, was da ist. Ob man das auch so lassen kann und nicht verreibt. Aber ich hab da nicht so die Ahnung. Finde ich ja nicht so schlecht. Mit dem helleren. Jetzt ist wieder genau das, was ich so dachte. Und dann habe ich hier wieder die Idee, dass ich das da rumziehe. Gut, ist ja nicht so schlecht. Ja, mich stört jetzt, wie gesagt, hier diese Ränder und der kriegt natürlich auch nicht weg. Den Rand kriegt nicht weg. Machen wir noch ein bisschen dunkler, oder? Dann machen wir, können ja auch zwei Farben machen, oder? Man kann ja auch gleichzeitig zwei machen. Und zwei wischen. So, das reicht eigentlich, glaube ich. Also, mehr möchte ich jetzt da ja nicht machen. So, da müssen wir jetzt mal gucken. Ich glaube, ich werde das erstmal embossen. Und dann gucken wir uns mal an, wie das aussieht. Was ich so gedacht habe. So, ja. Also, hier hat mein Stempel. Also, ich denke mal, das wäre hier wirklich mit dem besser. Das sieht wesentlich besser aus mit dem hier. Als mit dem anderen. Der gefällt mir jetzt hier gerade mal besser. Jetzt muss ich bloß gucken, wo ich hier irgendwo einen Stempelblock herkriege hier wieder. So. Da mal schon ihn. Jetzt muss man natürlich hier, ist immer so doof, ne? Wenn ich so ein Buch habe hier, ne?
Da muss ich ja mal gucken, dass ich den Block irgendwie so mache, dass ich da auch wirklich stempeln kann und nicht irgendwo nachher. Ne? Das heißt also, ich muss den hier richtig am Rand ansetzen, dass ich den auch mir nicht da mit dem Block sozusagen, naja, selber im Wege stehe. So kann ich jetzt hier auch wirklich an den Rand gehen oder sowas. So, und dann habe ich ja gesagt, das andere Ding hier mit dem This is me. Ich bin gespannt, wie das aussieht. Und ob es überhaupt aussieht. So. Also. Mal gucken, das ist mir. Jetzt habe ich ja keine Chance, damit zum. Oder kann man das machen? Mit diesem Embossing-Zeugs darüber gehen? Könnten wir ja mal probieren, oder? So, und dann haben wir jetzt hier schwarzes Pulver. Da ist ja nicht mehr so viel drin. Ich hatte ja hier noch, wie gesagt, meins. Ja, dann müssen wir das nehmen. Gut, versuchen wir das mal. Das ist ja jetzt immer spannend bei so einem ganzen Buch hier. Mal sehen, ob es was wird oder nicht. Wenn nicht, war es ein Versuch wert. Denke ich mal. Richtige Papier, ja. So, also gucken wir mal. Erstmal kommt das hier hin. Oh, jetzt muss ich echt aufstehen, damit es noch gerade wird hier irgendwie. Versuche ich das gleich mal raufzupacken. Mal sehen, ob es überhaupt funktioniert. Naja, dachte ich mir schon. Da ist das Pulver außenrum auch. Gut. Wobei das manchmal auch nicht schlecht aussieht, wenn so das Pulver rundum auch so ein bisschen noch mit dran ist, weil das ja dann so ein bisschen so einen Grungy-Effekt kriegt. Aber manchmal sieht es auch ziemlich dämlich aus. Ich würde sagen, ich emboss das jetzt mal erstmal und dann kriege ich mir das erstmal an, wie das aussieht, bevor ich hier die ganzen Schnörkel raufmache. So, ihr werdet nicht loben. Das ist wieder das, was nicht funktioniert. Entweder hätte ich das Gelato vorher anfüllen müssen. Ich zeige euch das mal jetzt. Mal seht ihr das, was da passiert ist? Das Embossing-Pulver steht hier nicht ordentlich drauf. Das hat sich eigentlich mit dem Gelato verbunden und bildet jetzt nicht keine schwarze Farbe. Ja. Da sind wir wieder mal da, wo ich dachte, so ein Scheiß. Ha! So, was machen wir jetzt? Das Ganze normal von vorne, wa? Würde ich sagen. Auf einer anderen Seite. Tja, kann man das vorher embossen? Ich meine, ich kann jetzt hier nochmal versuchen, das mit dem Schnörkel, aber das wird dasselbe in grün werden, denke ich. Oder in schwarz. So, machen wir mal. Ist jetzt auch real. Können wir das wenigstens mal probieren? Komm mal hier, meine Frau, wo bist du hier? So, mal hier machen wir den hin. Aber das war jetzt ja wieder genau das, was ich so liebe. Hast eine gute Idee vielleicht und bist nicht in der Lage, die umzusetzen. Weil es nicht funktioniert. So, nochmal. So sieht ja gut aus. Das Pulver nur drauf. Aber das ist schmutzig, war ja fürchterlich. Ja, das könnte ich natürlich eins machen. Naja, nee, das wird auch nicht. Dann nochmal ein zweites Mal drauf kippen. Weil dann sieht man nachher die Schrift nicht mehr. Das könnte auch sein. So, ich emboste jetzt nochmal. So, ja, da bin ich wieder. Und man muss immer aufpassen, weil die Dinger werden jetzt hier richtig heiß. Sieht man nicht? Ja, das ist ein bisschen besser.
Aber das ist immer noch richtig blöd hier. Ich hatte jetzt echt überlegt, ob ich es nochmal warm mache und nochmal Pulver aufgieße, aber dann wird das noch weiter auseinander hier. Das ist ja schon, das Wirst ist ja schon ein bisschen zu breit. Ey. Da hat er schon wieder richtig Probleme mit. Ja, mit was kann man das einfärben? Eine Idee? Was passiert denn jetzt hier mit dem Schabi auf hier? Na gut, ich krieg jetzt schwarz. Das Einzige ist bloß, dass der so dick ist. Der hat eine so dicke Spitze. Und was wir jetzt nochmal probieren. Ja, ein bisschen färbt das. Das ist ja logisch, aber eigentlich funktioniert das. Ihr kriegt das schwarzer. Bisschen jedenfalls. Das geht eigentlich. Naja, nicht so richtig. Er hat da schon keine Lust mehr. Bisschen besser als vorher, aber auch nicht so ganz perfekt. So. Aber jetzt muss ich noch mal gucken. Ich will den, dieses Schnörkelding hätte ich natürlich ganz gerne noch irgendwo anders. Hier oben könnten wir noch mal hinsetzen. So. Und ihn mal hier hinten. Ja, machen wir jetzt trotzdem. Mal weitermachen, wie immer. Das hat ja keinen Sinn rumzujammern. Dann hätte ich ja jetzt die Seite noch mal neu machen müssen. Habe ich auch keine Lust zu. Moment, erstmal müssen wir stempeln, genau. Erstmal müssen wir stempeln, dann machen wir dann erst. So. Den setzen wir immer hier oben hin. So ein bisschen runter. Oh, jetzt habe ich das, was ich meinte, das Problem, der Kleine. Der sitzt jetzt so doof drauf, der Stempel, dass ich den Block da nicht will. So, nochmal gucken. So ist besser. Jetzt machen wir aber nochmal. Wer weiß, wo ich ihn angefasst habe. So. Also so ein bisschen schräg. Und hoffentlich ist er nicht zu doll verdattelt. Das hier. Ach Mensch, was ist das hier alles wieder? Da ist er drin. Ja, da ist es, der ist verrutscht. Ha. Aber das lassen wir jetzt trotzdem so. So, das stempeln wir jetzt. Das embossen wir erstmal. Ach nee. So, jetzt haben wir das. Die zwei Schnörkel sind da schon da, aber ich hätte gerne hier hinter hier auch noch mal hin. Ja. Da machen wir auch nochmal hin. Der so richtig hinter ihr sitzt. Eigentlich so ein bisschen auf der Ecke. So, mal gucken. So, und wieder wird embossen. Ja, so sieht es jetzt aus. Jetzt packen wir den Stempel hier erstmal weg, wa? Ich bin nicht zufrieden. Merkt ihr schon, wa? Das ist wieder so was. Mach was und es geht nicht. Was
Was so ein bisschen nervend ist. So, jetzt gucken wir mal. Und vor allem, die hat immer noch den riesen schwarzen Rand. Die Frage ist natürlich, ob man den irgendwie, sag mal, ein bisschen abgedeckelt kriegt, wie mit so einem. Ob man das einfach mal probiert. Ich meine, ich kann es ja immer noch wegschmeißen, wa? Das ist ja immer noch möglich. Das ist jetzt dieses. Boah, was war das? Eis Kaffee. Wenn ich jetzt hier wirklich den Rand damit einfach mal so. Passiert da was? Vorsichtig. Nicht wirklich. Ja, doch, der wird goldig. Das ist das Einzige, was da passiert. Wird ein bisschen matter. Passiert auch. Dass etwas matter wird, als das vorher war. Ist wirklich bloß ein bisschen. Sieht man, wenn man es umdreht, dann sieht man es ein bisschen. Zumal das Gelati hier auch nicht richtig doll drauf hält. So. Also nicht so richtig gut. Und wenn ich es drüber mache. Okay. Ist auch nie besser. Ich glaube, das muss so schwarz bleiben. Das sieht wohl nicht besser aus, wenn ich es anders mache. So, bin ich jetzt zufrieden mit den ganzen Farben, die da drauf sind? Eigentlich schon. Schimmern tut es schon ganz schön. Also, was ich jetzt natürlich jetzt machen werde, ist folgendes. Ich nehme jetzt ein schwarzes Stück Papier. Genau. Das machen wir jetzt noch, weil das nervt mich jetzt hier so total, dass das nicht so schön geworden ist mit dem Embossen da. Das kann ich jetzt gerade nicht leiden. So, wo ist mein Stempel hier? So, jetzt nehmen wir mal das Pulver. Und machen das jetzt nochmal. Moment. Machen wir nochmal auf so ein Stück schwarzem Papier hier. So richtig mittig, den Rest schmeiße ich dann weg. Mal gucken. So, das emboss ich jetzt nochmal. So, jetzt zeigt das nochmal schwarz embossed. Und jetzt gucken wir mal, was wir damit machen. Ob das Sinn macht oder nicht. Wenn ich das jetzt hier irgendwie ausschneide. Moment mal. Ein bisschen mit so einem ganz kleinen Rand. Oh, das nehmen wir dann lieber. Ich nehme auch für alles, auch egal, was das ist, eigentlich immer lieber eine Nagelschere. Ich weiß auch nicht, der Teig irgendwie so. So, jetzt gucken wir mal. Ja, komm. Mal erstmal wegschneiden hier. So, mal sehen, ob das besser ist. Wenn man das da hinsetzt, könnte man höchstens nach außen rum noch ein bisschen mehr helle machen. Weiß ich nicht. Dann sieht das vielleicht, die Schrift sieht schon mal besser aus hier.
dem anderen. So, das knallen wir hier gleich mal weg, die Schnipsel. So, wie sieht es aus? Wenn ich das da drüber mache, da ist es natürlich dunkel, aber dann habe ich da nicht so was Helles, was ich eigentlich haben wollte. Ist aber, glaube ich, besser als diese komische, vergeigte Schrift da. Ja, das heißt also, jetzt machen wir da nochmal ein bisschen hier irgendwie was. Mal gucken. Das war das hier außen rundherum. Noch ein bisschen heller wischen. So, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir das da nicht zu doll wischen. Also den, genau, hier ist auch zu Fülle drauf jetzt. Ja. Das ist natürlich gefährlich, wenn man dann das über das Embosste drüber wegwischt. Da ist es ja egal. Aber hier an der Stelle nicht. Wo die Schnörkel sind, ist es natürlich nicht egal. So, meine Tante. Ja. Mir fällt immer noch nicht der Rand, aber den kriegt nicht weg. Außer, dass wir hier nochmal ein bisschen was Dunkleres machen. Und hier liegt auch nochmal ein bisschen. Aufpassen wegen dem Schnörkel. So, und dann hätte ich gerne noch dieses komische Gold hier, das Champagner. Da machen wir das auch noch mal ein bisschen Vollfläche hier hin, weil das sieht auch ein bisschen komisch aus hier. Gut, jetzt klebe ich das mal da auf. Erstmal habe ich schon wieder ganz lustige bunte Hände. Wir kleben das jetzt erstmal auf und dann gucken wir uns das nochmal an. Und dann dauert das jetzt schon wieder alles viel zu lange. So, sieht man. Mal das genau hier aufkleben. Das ist alles schön überdeckt. So, okay. Das kommt hier nie wieder hoch. So, ja, und jetzt kleben wir da einfach die Frau auf. Kriege hier. Die müsste ich so ein bisschen weiter an den Rand kleben, wa? Dass er da auch drauf klebt. So. Na gut, ja. Ganz zufrieden bin ich nicht. Gebe ich echt zu, aber. Das ist erstmal besser als Janusz gemacht zu haben. Komm mal her. So, und? Also schimmern tut es schon mal schön. Das sieht ganz gut aus. So sieht es jetzt fertig aus. Ich denke mal, den Schimmer sieht man schon, wa? Von den Farben, das sieht schon ja nicht schlecht aus. Ja, ich denke mal, gut, okay. Ist jetzt nicht so der Brüller geworden, aber immerhin, ich habe was gemacht heute. So ist es. Gut, okay. Jetzt habe ich hier eine Seite mehr drin. Gott sei Dank. Gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.